Applaus, hier ist für euch So-So! So, hallo Köln! Woi, was für eine Stimmung hier. Ey, ihr schaut alles so gut aus, hey. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kann jeder sich rechts oder links drehen und sein linker oder rechter Nachbarin oder Nachbar sagen, hey, du schaust gut aus. Ach, wenn du lügen musst, Ja, super. Hey, Kamerafrau, kannst du mich sehen? Geht alles mit Licht? Kannst du mich sehen? Weil ich spiele oft bei Stefan Raab und dort sehen sie mich nicht. Könnt ihr mich sehen? Habt ihr mich jemals bei Stefan Raab gesehen? Jetzt kannst du mich sehen, es geht, oder? Ich bin nicht so schwarz, oder? Es geht, ja? Zum Glück bin ich nicht so schwarz wie mein Vater, meine Damen und Herren. Mein Vater ist so schwarz, mit dem kannst du kein Versteckspiel spielen in der Nacht. Du hast keine Chance, das haben wir früher versucht, wirklich. Früher als Kinder haben wir das versucht. Was hat mein Vater gemacht? Der hat sich einfach hingestellt, Augen zu, Mund zu, und wir sind herumgelaufen, haben den versucht zu, Papa, wo bist du, Papa, wo bist du? Aber, wenn er uns mal gewinnen lassen wollte, hat er einfach so gemacht. Wirklich. Viele Leute haben mich heute gefragt, warum ich nach Deutschland gekommen bin, ja? Warum ich gerade in Deutschland bin. Also es ist momentan, kommen viele Leute über Österreich nach Deutschland. Ja, ich dachte, ich komme einfach mit. Ja. Na, das war Spaß. Na, warum ich in Deutschland bin, ich mache Stand-Up-Comedy und so und ich will erfolgreich werden. Ne? In Österreich gibt es keine Stand-Up-Comedy, es gibt keine Comedy dort. Ja? Und ich will bekannt werden in Österreich. Ja? Und Österreich ist ein Land, wenn du in Österreich bekannt werden willst, musst du Österreich verlassen. Alle Österreicher, die bekannt geworden sind, haben Österreich verlassen müssen. Ne? Ist es so? Zum Beispiel der Udo Jürgen zum Beispiel war Österreicher. Der wer noch? Der Falco, der Alaba zum Beispiel, ja? Oder der andere da, der Neger, der. Kennst du ja den Neger? Der Neger. Wer ist der Neger? Der Schwarzneger. Nicht ich, na, der Arnold Schwarzenegger. Kennst du den? Der hat Österreich verlassen müssen. Oder der andere. Der. Kennst du den? Ja, aber Deutschland ist geil, ne? Deutschland ist super. Ja, ist mal. Deutschland, überall in Deutschland ist Ordnung. Ja, egal wo du hinkommst in Deutschland, hast du Ordnung. Ja, schau hier, super Ordnung. Ja? Auch im Publikum, schau, Ordnung überall. Schöne Menschen links, andere Menschen. Oder? Deutschland ist super, ja. Oder was soll ich noch erzählen? Hey, ich hoffe, ihr erwartet wohl nicht, dass ich irgendwas Politisches mache oder so. So, Refugees welcome und so. Ich bin schon hier, der Rest ist mir egal. Mir ist es egal. Aber kannst du mich immer verstehen? Verstehen Sie mich? Weil mein Deutsch ist scheiße, ne? Also, ich habe nämlich meinen Deutschkurs in Österreich gemacht. Es ist schwierig. Deutsch ist die schwierigste Sprache der Welt, ja? Vor allem Türken tun sich so schwer mit dem Deutsch. Habt ihr Türken in Köln? Keine Türken? Schon, oder? Keine Türken, oder schon? Ach so. Sauber ist schon, es ist schon sauber hier. Türken tun sich so schwer. Ich hatte mal einen türkischen Nachbar, ja? Und der hatte mal seinen Friseursalon im dritten Stock, ja? Und dann nach der Zeit ist er umgezogen ins Erdgeschoss, ja? Und an dem Tag, wo er umgezogen ist, hat er eine Riesentafel genommen und drauf geschrieben, jetzt nicht mehr oben rasieren, unten rasieren. Verstehen Sie, was ich meine? Hast du es verstanden? Oder die Chinesen tun sich so schwer mit Deutsch, ist ein Horror, meine Damen und Herren. Ja? Habt ihr jemals Essen bestellt bei den Chinesen? Ja, bei mir als Afrikaner, wenn ich zum Beispiel Essen bestelle bei den Chinesen, geht gar nicht. Ne? Mein Deutsch ist scheiße, es kommt nur Scheiße raus, meine Damen.
Ja, wenn ich zum Beispiel, sag mal, Reis und Sushi bestellen will, sag mal, ich rufe an, okay? Rufe ich mal an. Hallo? Hallo? Und dann kommt eine Dame, die haben immer einen Stress, die Chinesen. Ich weiß nicht. So, wirklich sehr gestresst, ja? Hallo? 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 Ich hätte gerne eine Portion Reis und Sushi. Was? Eine Portion Reis und Sushi. Okay. Sie meint, auf welche Adresse? Okay. Dann sage ich, Gumpendorfer Straße 122. Was? Gumpendorfer Straße 122. Sie meint, kannst du bitte buchstabieren? Und dann muss ich buchstabieren. Ja? Und mittlerweile muss ich ehrlich sein, hey, buchstabieren für mich ist ein Horror. Mittlerweile bin ich auf der Suche nach dem Typ, der dieses Buchstabiersystem erfunden hat. Den will ich hauen oder irgendwas. Hey, wie viele Namen muss ich kennen, um meinen Namen buchstabieren zu können? Ich bin ein Afrikaner, Alter. Mein Name ist ein halber Kilometer. Ja? Wie viele Namen, ja? Und dann fange ich an zu buchstabieren. Gupendorfer. Was? 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 Gustav. Was? Gustav. Was? Gustav. Kannst du bitte Gustav buchstabieren? Gustav muss ich auch buchstabieren oder was? Wahnsinn. Hey, hi, hi, hallo, hi. Du hast nicht gelacht, aber was ist los mit dir? Was ist los? Es gibt nämlich, viele Leute trauen sich nicht, einen Afrikaner zu begrüßen. Ne? Afrikaner haben HIV. Afrikaner sind Drogendealer. Afrikaner haben Ebola. Hallo, servus. Dankeschön, das war's von mir, meine Damen und Herren. Das war für euch So So! So So aus Wien! Yeah! Nightwash!